Hallo Lady. Wir sind zurück und wollen mehr von dir hören. Noch ein Dosenöffner. Na gut, dann kriegt sie all unsere Stöcker. Der Fremde möchte mehr über Bildner erfahren. Ja, ich interessiere mich dafür, was hier geschehen ist. Um Bildner zu verstehen, musst du den Zusammenbruch verstehen. Ich weiß von dem Erdbeben. Es gab auch welche auf dem Festland. Nein, solche ganz sicher nicht. Wie? Das war's schon. Sag mal, willst du nicht mal irgendwie was anderes haben? Vielleicht was... Ja, gut, dann kriegst du jetzt auch noch unseren Dosenöffner. Ein Pilot wie du hatte sicher ein ziemlich angenehmes Leben. Nicht besser als die meisten, aber auch nicht schlechter. Hier draußen kennen die Leute den Wert harter Arbeit, guter Werkzeuge und der Arbeit mit der bloßen Hand. Ich komme ganz gut klar. Wir werden sehen. Ein gutes Beil oder ein Messer gelten hier als wichtiges Werkzeug. Der Trick ist jedoch, sie scharf zu halten. Das werde ich mir merken. Ja, jetzt haben wir nichts mehr, was wir geben könnten. Okay, Dosenöffner, frische Kaninchenpelz oder getrocknete Kaninchenpelz, Stock. Gut, ich habe jetzt hier gerade nur nochmal gecheckert. Fünf Tage seit den Lichtern am Himmel, fünf Tage reine Hölle. Zuerst dachten sie, sie wären in Sicherheit, doch dann erkannten sie, dass sie bereit waren, als flohen sie. Keiner von ihnen wird überleben. Das hatten wir ja schon mal. Das ist ein ganz schön großes Haus. Lebst du alleine hier? Das geht dich nichts an, Fremder. Halte einfach deine Nase aus meinen Dingen und versuche ja nicht, mich zu bestehlen. Okay, das haben wir auch. Gut. Uns geht's ja momentan eigentlich ausgezeichnet. Deswegen gehen wir raus und gehen sammeln. Mal gucken, was wir da so im Wald finden. Was wir dann der Alten hier schenken können. Ja, mein Hauptaugenmerk geht jetzt hier mal auf Baumpilze und Äste. Ich glaube, dass es mehr Baumpilze da in der Nähe gibt, wo wir unsere Wohnung oder unseren letzten Standort haben. Unseren letzten Schlafort. Ich glaube, da habe ich ganz viele Baumstümpfe gesehen. Und da an Baumstümpfen hängen ja besonders oft die Baumpilze dran. Ja, das, was man jetzt hier viel braucht, das findet man hier natürlich nicht viel.
Haben wir schon in den Häusern hier drin? Kann ich mich nämlich nicht dran erinnern. Scheint nicht so. Gut, hier waren wir noch nicht. Don't want to run out of water. Kein Arzneischrank hier. Taschenlampe wäre ziemlich cool. Aber dann bitte auch mit unendlich viel Batterien. Jetzt fehlt den Ausgang hier nicht. Ja, doch, hier waren wir, glaube ich, schon, ne? Das sieht irgendwie alles sehr bekannt aus hier. Ja, ganz schöner Wind, der jetzt hier aufgekommen ist. Ja, ich könnte hier jetzt rein theoretisch natürlich wieder eine Pause machen, aber das lasse ich jetzt. Auf jeden Fall keine angesagte Pause. Eine angesagte Pause mache ich dann erst wieder, wenn wir zu Bett gehen. Das könnte also sein, dass ich aber trotzdem... Oder das wird auch so sein, dass ich trotzdem aus dem Let's Play hier 2 mache dann. Also nicht wundern, wenn ich mich nicht verabschiede. Und in dem nächsten auch nicht dann wieder begrüße. Es liegt dann einfach daran, dass ich das hier einfach in der Mitte teile. Das Let's Play, die Episode. 2 draus mache. Das sieht nach einer Holzfällerei hier aus. Hier sind, ist viel abgeholzt worden.
Für uns natürlich fabelhaft. Weil wir so viele von diesen Baumpilzen hier bekommen. Die die Alte von uns ja verlangt. Wer weiß, vielleicht finden wir hier auch noch ein cooles Werkzeug. Jetzt wird es auf einmal grau. Ah, okay, die Sonne geht langsam unter. Ja, ich versuche jetzt noch alles so viel wie möglich mitzubekommen. Mitzunehmen. Ah, der Wolf, der hier vorhin war, der ist nicht mehr hier. So, da hinten war ein Haus, da will ich noch mal reingucken. Vielleicht können wir da auch einfach schlafen. So kalt ist nicht. Hier ist die Tankstelle. Ich glaube, von der haben wir auch vorhin mal gelesen. Ne? Muss ich nochmal nachher im Inventar gucken, ob ich dazu nicht noch was finde. Ach, das war doch das mit dem jungen Mädchen oder mit der Frau oder wie auch immer, die hier irgendwie bis 12 Uhr warten wollte. Dann aber abhauen wollte. Wenn ihr Freund nicht kommt. That'll come in handy. Da haben wir den für die Bank, den Schlüssel Nummer 20. Da fehlt uns nur noch die 15. Cool. Brecheisen ist super. I might have to drop some gear. Das
war jetzt nicht so geil. Überhaupt nicht geil. That didn't work. Feeling faint. Why didn't that work? Ach, jetzt habe ich das hier alles wieder versaut. Gut, was machen wir an der Stelle? Ich mache an dieser Stelle die Pause einfach vielleicht wird es doch einfach eine ganze Episode. Mal gucken. Und wenn wir uns wiedersehen in der nächsten Episode, dann sind wir einfach genau wieder hier in dieser Tankstelle und sodass für euch sich nichts verändert hat. So, ja, ganz genau. Und da sind wir auch schon wieder. Ich bin wieder in der Tankstelle. Wir sind immer noch in der Tankstelle, bloß ohne Verletzungen. Unser Speicherstand, der war gerade nur. Der war gerade nur kurz entfernt. Das waren nur 2 Minuten. Es ging also ganz schnell. Können wir hier also ungestresst weitermachen. Obwohl ungestresst ist auch so dahingesagt, weil es wird langsam dunkel. Ja, und deswegen habe ich, entschlossen, weil ich gesehen habe, dass es bloß 2 Minuten waren, habe ich mich auch entschlossen, also 2 Minuten bis zu unserem letzten Speicherstand, dass ich jetzt hier doch noch nicht. I'd eat snow if the hypothermia wouldn't kill me. Doch noch nicht abbreche. Was soll ich mit dem Paddel? Will ich nicht. Sondern. Noch warte, bis wir schlafen gehen. Ja, es ist jetzt blöd, ne? Wir haben hier sehr viel Zeug, was wir mit uns herumtragen. Hier gibt es sehr viel Essen, was ich sehr gut finde. Und wer hätte es gedacht? Hier gibt es so viel, dass ich das jetzt hier gar nicht mitnehmen werde. Weil wir einfach genug haben. In unserer anderen, in unserer Behausung noch und so. Und ich würde einfach sagen, dass wir hier wieder herkommen, wenn wir nichts mehr zu futtern haben. Ich wollte jetzt aber trotzdem mal gucken, ob es hier irgendetwas gibt, was uns noch weiterhelfen könnte. Ich meine, wenn es hier ein Bett gibt, dann können wir natürlich auch gleich hier bleiben erstmal. Aber an einer Tankstelle wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Das Wasser lasse ich auch mal hier. Obwohl ich natürlich auch einfach welches mal trinken könnte. Wir haben hier doch irgendwo so eine Flasche gehabt schon. Habe ich wohl liegen gelassen.
Lass mal trotzdem hier das Wasser. Oder? Ah, wir haben so viel Zeug, so viel Übergewicht. Dass sich das jetzt nicht lohnt. Nobody needs this anymore. What have we here? Gleich mal austesten die Klamotten. Ziehen wir an. Die lege ich ab. Und die lege ich auch ab. Das reicht. Und dann mache ich noch ein ganz guter Pulli, ne? Das sieht gut aus. Leichter. Regen, okay. Ja, finde ich besser. Sage ich jetzt einfach mal. Klamotten wiegen ja auch eigentlich nur Stier, ne? So. Jede Menge Food. Hier ist sogar ein Bett. Das ist ja gut. Uns hier gleich mal gemütlich machen. Dann kann ich jetzt erstmal futtern, ganz nach voller Lust eigentlich. Ich kann mal einfach zugreifen. Futter. Wiegt viel. Ah, cool. Eine Karte haben wir sogar. Das wusste ich nicht. Das wird das Haus von der Alten sein. Kurzwellenturm. Ah, das Vorratsversteck. Das ist ja geil. Und hier haben wir angefangen. Und wo ist die Farm? Da. Interesting, interesting. Die graue Mutter. Nee, nee, das war doch hier. Ist die Tankstelle hier nicht eingezeichnet? Doch, hier ist die Tankstelle, hier sind wir gerade. Was meinen die denn mit Miltenhaus? Kann man es ja mal angucken.
Ah ja, okay. Damit war die Kirche auch gemeint und da ist hinter ist ein Baum und da ist eine Vorrat, da ist ein Vorratsversteck. Gut. Gut. Naja, sind wir in unserer Umgebung hier gerade auf jeden Fall safe. Also hier haben wir jetzt überall Orte, wo wir was essen können und so. Kann jetzt nichts passieren. Also wir können auf jeden Fall, oder wir sollten nicht verhungern. Solange wir nicht irgendwie was falsch machen. Wahrscheinlich eher schlauer, die Dosen hier vorher zu essen, ne? Weil die schwerer sind. Kann ja mal schnell gucken, ob es hier noch einen interessanten Raum gibt. Lager? Ne, ist der Einkaufsraum. Dose Kaffee. End up being useful. So, jetzt müsste es aber eigentlich ja so gut wie dunkel sein. So gut wie Nacht. Schaut noch gut aus. Ich könnte überlegen, ob wir jetzt noch die Zeit nutzen. Ich glaube, ich nutze die Zeit nicht mehr. Der kam nämlich gerade auf uns zugerannt. Wir bleiben dann doch lieber hier. Und machen es uns hier bequem. Und zwar hier. So, ja, damit würde ich sagen, jetzt ist es aber soweit. Ich werde mich hier ins Bett legen und bestimmt 14 Stunden schlafen, bevor wir wieder aufwachen, damit wir wieder im Hellen weitergehen können. Und ja, wir sehen uns einfach in der gleich in der nächsten Episode wieder. Ich sage danke und bye bye, euer Minotaurs. Bis gleich, ciao, ciao.